Sie ist ja auf einer Reisemesse gewesen in Berlin, ja? Also ich nehme an, sie hatte 4 Afghanen weggezogen und ist also mit Tellergrün, großen Pupillen gestartet und unsanft vor der Messehalle aufgeschlagen. Es war eine Reisemesse und dann hat sie sich, glaube ich, von Stand zu Stand mit ein paar Sektflöten wieder aufrecht gesoffen. Das Dumme ist nur, der kannst den Dildo hinhalten. Dann sagt sie, oh, ein Mikro, und dann fängt sie an. Egal in welchem Zustand sie ist. Und das sollte man als Politiker nicht machen. Als Clown ja. Prost. Aber als Politiker nicht. Nee, sollte man echt nicht machen. Und schon gar nicht so am Thema wie Türkei. Wenn da einer steht und fragt, was sagen Sie eigentlich zum Thema Türkei, sollte man vorsichtig sein. Claudia nicht. Türkei ist für mich zweite Heimat. Ich mache seit 20 Jahren Türkei-Politik. Das ist viele Jahre. Liebe Claudia, für dich fangen wir noch mal ganz vorne an. Ein Apfel ist, zwei Äpfel sind. Ein Jahr ist, 20 Jahre sind. 20 Jahre ist nicht, 20 Jahre sind. Das ist aber ganz bestimmt in Ihrem Falle wieder ganz viele Gläser Whisky, Wodka oder Wein. Um bei Ihrem Gespräch zu bleiben, das sind hier nämlich die Frage. Wein oder nicht Wein? Hören wir doch weiter rein. Und ich liebe die Menschen in der Türkei und ich liebe die Konflikte in der Türkei. Das finde ich spannend, echt. Endlich haben wir mal eine Politikerin, die Konflikte liebt. Vielleicht sieht Erdogan ja deshalb so rot mit TH am Schluss, ja? So Claudia rot, um ihr zu imponieren. Je mehr Konflikt in der Türkei, umso begehrenswerter ist der für unser Türkei-verliebtes Empörungsmoppelchen. Fragen über Fragen. Schluckspechtin oder Schwachmatin? Wir wissen es nicht, aber sie hat das schon rausbekommen jetzt. Oh, ich glaube, ich bin besoffen. Zwei Fragen, zwei Kackantworten. Ich liebe die Türkei, ich liebe die Konflikte seit 20 Jahren, das ist viele Jahre. Und jetzt macht sie den Fehler, den sie alle machen. Den haben wir alle schon gemacht. Du kommst irgendwo raus, bist besoffen, hast es gar nicht gemerkt. Und dann triffst du den Nachbarn, der sagt, hey, wie geht's dir denn? Und dann sagst du, hey, wie geht's dir denn? Und du siehst schon das entsetzte Gesicht, oh Gott, der ist ja völlig stramm. Und dann denkst du, was mache ich bloß? Du kannst einfach die Schnauze halten und sagen, tschüss, wir reden morgen. Aber das machen wir nicht. Nein, nein, wir denken jetzt, ach, wir reden jetzt einfach mal viel schneller und noch viel mehr. Irgendwann denkt dein Gegenüber dann, oh, ich dachte ja, der wäre besoffen, aber wenn man so schnell und so viel redet, kann man gar nicht besoffen sein. Und das ist der große Irrtum. Ich habe neulich 2 Stunden mit einer Häuserwand geredet, weil der Typ schon lange weg war. Und das macht Claudia Roth jetzt auch. Die holt jetzt alles raus, was sie zum Thema Türkei drauf hat. Ey. Mir gefällt in der Türkei Sonne, Mond und Sterne. Mir gefällt Wasser, Wind. Mir gefallen die Mese. Mir gefallen Kichererbsenpüree. Mir gefallen Börek. Die hat sie doch nicht alle. Ich erinnere nochmal, die Türkei verwandelt sich in eine Diktatur. Und dann kommt Laterne, Laterne. Erdogan sperrt Journalisten weg. Rabimmel, Rabammel, Rabum. Deshalb heißt GroKo ja GroKo. Das ist eine Abkürzung für großes Komasaufen. Ich glaube, die saufen alle da. Ja, deshalb heißen die ja auch wie Getränke Willy Brandtwein, ne? Und Frank-Walter Steinhäger. Also ich meine, kommt ja nicht umsonst. Aber nicht nur in Deutschland, auch in Griechenland ist der betrunkene Politiker Uso. Daher die Staatsverschuldung. Nur, dass der griechische Politiker vom Flaschenpfand leben kann. Ne? Das kann Claudia nicht, weil die deutschen Rentner hier alles weggesammelt haben. Ne? Die Frage ist, wovon lebt Claudia? Soll ich denn sagen, vom Börek backen? Ich kann gute Börek machen. Ah, aber auch gute Batida de Coco, nicht wahr? Hoffen wir also, dass hier Alkohol im Spiel ist. Und zwar viel Alkohol, denn wenn nüchtern so ein Stuss schwallt, gehört nicht in den Bundestag, sondern ins Dschungelcamp. Und da gibt es dann statt Börek Rhinozeroshoden. Das ist dann wieder ganz viele, viele, viele Kilos, ehrlich. Und vielleicht triffst du eine neue Freundin, weil du hast ja keine. Sie hat nur eine Freundin. Wissen Sie, wer es ist? Die Türkei. Und die Türkei ist meine Freundin. Ja, aber nicht nur die Türkei. Auch Jim Beam, Jack Daniels und Johnny Walker. Ganz alleine bist du hier nicht, wenn wir drüber nachdenken. Ist nicht ein Wahnsinn. Das kommt auf uns zu. Wir wissen es nicht. Wir brauchen größere Vision und darauf bestehe ich.
Rohstoffe, Kobold. Wo kommt das eigentlich her? Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können. Liebe Nichtmänner! Wenn der Energieverbrauch am höchsten in Deutschland ist, ungefähr mittags zwischen 11 und 12, verbrauchen wir ungefähr 80 Gigabyte. Aber wenn man den Benzinpreis um 3 Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um 5 Cent erhöht, dann lohnt es sich eher mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn. Obert, du hast doch einen an der Waffe. Die Pendlerpauschale wird aber auch bezahlt, wenn man Bahn fährt. Ja, aber nicht, dann ist es ja nur die Erstattung des Bahntickets. Obert! Oder wird sie dann, das weiß ich gar nicht. Aber die entscheidende Frage ist, ob man dann mit dem Auto einen Anreiz hat zu fahren. Schatz, halte Bagger, ich sage dir.